Charlie Chaplin ist nichts dagegen. Du kannst dir das sogar mit deinem Leib angucken. Das nennt man Snorting Walk. Ja. Die Stöcke. Ja. Kannst du nur machen, wenn du einen Schnittenhund vor dir hast. Genau. Schön. Denk dran, ne? Montag holst du einen Termin beim Friseur, einmal Spitzen schneiden, ne? Ja, klar. Oh, Kira. Ich habe so einen Spray da nachher gekriegt und da kam ich ja nicht durchs Feld. Der hat mich einfach. Aber ich komme ja nicht auf Frau holen. Kira, keine Mäuse. Ich kann ja gar nicht reden. Die nächste Maus. Oh. Das ist ein Jäger. Toll. Ja, du hast für die Illi gar nichts mehr so ein Halstuch gekriegt, oder? Nee. Oh. Ich habe noch eins übrig. Hast du noch eins? Ja. Na, Kira, Kira, ja. Hier. Komm her. Kira. Komm her, nachher. Eine Maus, schick. Jetzt ist Eli aber schnell aufgewacht. Ja. Ja. Die könnte ganz interessant sein hier. Kira, komm!
Das macht nichts. Ja, das ist gut für die Hunde. Das macht nichts. Das ist gar nichts. Bloß die Dreckbatzen im Auto sind halt. Oh gut. Ja, das ist das. Gut, er hat sein Plätzchen dran und Pebbles hat ihr Plätzchen dran. Ah, sie hat auch eine Decke hinten drin, Herr Sonne. Lass aber raus! Ellie. Komm her! Das ist so eine wunderbare Stelle, hä? Na, Schubba! Oh Gott, ach Gott, ach du Schande, guck mal da. Mama, Tiere. Toll, super. Jetzt haben wir doch den idealen, Weg entdeckt. Ich bin nicht, bleib schön, ja. Knödel ist dann auf einer Pfote sektor schon strikt, aber in die Pfote ist das hängt. Ja, ich sehe. Na komm! Jetzt hat die Peppels auch mal mit drauf. Okay, hast du jetzt warm gemacht? Jo. Ja, feine Mädchen. Ich sehe bloß noch Schwanz. Kira! Flutsch schon weg. Ja, nee, in das Loch rein. Ellie!